Moin, moin. Wir sind jetzt heute auf dem Weg nach Marrakesch. Ja, das heißt Marrakesch, nicht Marrakesch, so wie man in Deutschland immer sagt. Ne? Von hier aus sind das ungefähr 200 Kilometer, sogar ein bisschen mehr, was ich gesehen habe, wenn das Google Maps stimmt. Muss noch mal kurz nachschauen. Was hat Google Maps gesagt? Ach ja, jetzt sehe ich es wieder nicht. ...287 Kilometer sollen das sein nach Google Maps. Und dafür soll man angeblich 3 Stunden brauchen. Da gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten. Einmal über die Autobahn, das ist aber ein Umweg, weil ich erst ein paar Kilometer Richtung Casablanca fahren muss, auf die Autobahn zu kommen. Außerdem will ich ja nicht Rennen fahren und möglichst schnell irgendwo ankommen, sondern ich will ja was sehen vom Land. Deshalb fahre ich Landstraße. Dauert, aber laut Google Maps ist da nur 10 Minuten Unterschied. Eben weil der Weg über die Autobahn länger ist. Und hier darf man ohnehin nicht unbegrenzt schnell fahren, wie bei uns. Von daher bringt es auch keinen Geschwindigkeitsvorteil, wenn man über die Autobahn fährt. Für mich sowieso nicht, weil ich ja mit dem richtigen Auto unterwegs bin und nicht mit einer Dünnblechkalosche. Ich darf eh bloß 80 fahren. Oder 85 sind es, glaube ich, in Marokko sind es 85, die man fahren darf. Ja, ich fahre sowieso meistens 90 auf der Autobahn. Da spielt das jetzt keine Rolle. Mal schauen, wie der Tag wird. Wie die Fahrstrecke dorthin ist, also alles Landstraße. Uhr 54, oh, das stimmt aber nicht, das ist schon 7:30. Die Uhr da rechts hat 4.54 Uhr gezeigt. Und da wo wir hinfahren, da soll es warm sein, wärmer als hier, also gestern hatten wir hier 30 Grad und wenn es dann dort noch wärmer ist, ja, da kommen wir schon in die Nähe der Wüste, in die Nähe der Sahara. Gut, dass um die Uhrzeit noch nicht viel los ist hier. Haben wir die Straße fast alleine. Überall wird gebaut, überall gibt es neue Häuser. Jetzt werde ich in den nächsten paar Minuten mal nichts weiter erzählen, weil, oh, oder vielleicht doch, neulich war ich ein Penny, da war oben auf dem Berg die Burg da schon mal vor ein paar Jahren gewesen, die hatte ich auf Anhieb gefunden, das war gut. Es war nur eine kleine Burg, also da konnte man vor einem Tor zum anderen durchschauen. Aber man hatte eine
super Übersicht von da oben. Das war schön oben am Berg. Da konnte man direkt mit dem Auto hinfahren. Das sind mir die liebsten Burgen. Da ging es ein bisschen mit Serpentinen hoch. Und auf dem Rückweg waren wir dann noch beim Bauern, haben wir Gemüse gekauft, direkt vom Feld, erntefrisch. Ja, und da links sieht man so einen Phosphatberg. Das wird hier bergbaumäßig abgebaut. Unter der Erde liegt das. Wird das abgebaut, so wie Steinkohle mit Stollen, nicht mit Tagebau, sondern mit Stollen. Na, da fährt jetzt hier links. Sieht man jetzt ein bisschen die Landschaft. Hier ist jetzt flach. Kein Berg in der Nähe. Steppelandschaft. Sand und Gestein. Und hin und wieder mal so ein Gebüsch. Keine Ahnung, wie das Gebüsch hier heißt. Ja, und da muss man aufpassen, die Kurven, die entwickeln sich manchmal schärfer, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Deshalb sollte man hier auch normalerweise nicht nachts fahren, wenn man die Strecke nicht kennt. Man sieht, vor ein paar Minuten war man noch in der großen Stadt und plötzlich sind wir JWD. Marokko ist ja flächenmäßig größer als Deutschland, aber mit weniger Einwohnern. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, darf man auf Landstraßen generell nur 80 fahren, also nicht 100, sondern 80. Wobei viele doch mit ihren Pkw schneller fahren.
Deutschland hält sich auch nicht jeder an die 100. Es sind auch viele, die 120 fahren. Und wenn man hier so Strecken fährt, muss man natürlich auch Wasser mitnehmen und Öl mitnehmen und so weiter, weil unmöglichst mit vollgetankt losfahren. Weil hier kommt nicht alle 2 Kilometer was. Die alten Ford Transit, die gibt es hier auch noch. Da sehe ich Autos, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Obwohl da in der Stadt, wo ich jetzt wohne, da sind die Taxen plötzlich alle noch modernisiert. Das letzte Mal hatten die noch alle die Mercedes W123. Jetzt haben die alle so neumodische Dacia, so Großraumlimousinen, Dacia, weiß jetzt nicht, wie die heißen, kenne mich damit nicht aus, aber gefallen tun sie mir nicht. Überhaupt sieht man hier viele Dacia, weiß nicht warum. Sind die so billig oder haben die hier einen Generalimporteur oder was auch immer? Was war ich da erstaunt, dass plötzlich alle Taxen auf einmal modernisiert waren. Dass es nicht einen einzigen gibt, der noch mit einer alten Krücke rumfährt. Wo die nur alle hingekommen sind. Weil weggeschmissen wird ja nichts. Es gibt ja immer jemanden, egal wie alt etwas schon ist, es gibt immer jemanden, der es noch brauchen kann. Ja, vermutlich irgendwelche Leute, die das jetzt als Privatauto nutzen. Ja, und jetzt geht das hier immer so weiter. Überlandfahrt. Und da werde ich jetzt mal das Video beenden vorerst. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis später und tschüss.